Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur, was ist nur passiert? Wo bin ich falsch abgebogen? Warum sind meine Freunde Pädagogen? Es ist schön, dass ich euch kenne. Es macht Spaß, mit euch zu plauschen. Ihr habt nachmittags oft Zeit. Ihr habt immer was zu rauchen. Doch im Falle eines Rohrbruchs seid ihr wirklich zu nichts nütze. Ihr seid zwar alles Lappen, aber trotzdem gibt's ne Pfütze. Es schießt Wasser aus der Wand, keiner hilft beim Reparieren. Ihr seid nicht gut mit Zangen, aber gut im Diskutieren. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Was ist nur passiert? Womit hab ich das verdient, dass meine Freunde Lehrerinnen sind? Ingenieure, Fliesenleger oder Fliesenlegerinnen, Architekten, Handwerksmeister, das sind Freunde, die was bringen. Urokardioproktologen, der Termin am nächsten Tag, Scharfamilien und Zivilrecht, jemand, der einen Sprinter hat. Bau mein Haus, streich meine Wohnung, schneid mein Haar und impf mein Kind, schnell und schwarz und nicht zu teuer. Ich dachte, dass wir Freunde sind. Wow, das ist mega teuer. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen einen Monteur. Was ist nur passiert? Ist das hier ein schlechter Witz? Warum können alle meine Freunde nichts? Pädagogen. Schlecht frisiert und gut erzogen, harte Hand und weiche Drogen, stumpfe Schere, Bastelbogen. Morgens paar Gedichte lesen, danach in Geschichte dösen, Stuhlkreis zum Konflikte lösen. Die Elternabende sind hart, denn wenn man da die Eltern fragt, sind alle Kinder hochbegabt. Im Sommer geht's 6 Wochen weg, Economy mit EasyJet, die Rotstifte im Handgepäck. Jetzt hört ihr dieses Lied und fragt, warum wir euch blamieren. Gegenfrage gibt es gerade nichts zu korrigieren. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht, weil es in meinem Freundeskreis nur Pädagogen gibt. Nehmt es mir nicht übel, ich liebe euch, ich schwör, doch ich tausch drei Lehrer gegen den Monteur. Ich tausch euch alle gegen den Monteur.